Hallo und herzlich willkommen zu Dein Super Mario Fantasy. Heute kommen wir wieder zu dem Level von GameProbe 64 und zwar Fjord. Wie man noch von der ersten Folge eventuell weiß, dem Ball hier wurden neue Texturen eingebracht. Hat der Hack leider nicht funktioniert. Das lag an Umständen, die kein Mensch so genau wusste. Anscheinend waren irgendwie viel zu viele Texturen in dem Level, weil da so eine aufwendige zum Fjord-Schrift war. Nebenbei hier Super Mario Galaxy. Das ist schon mal ein krasser Minuspunkt, weil Mario Galaxy ist kein gutes Spiel. Nein, natürlich nicht. So böse wollen wir nicht sein. Nee, aber was ich jetzt sagen will, ist halt, ja, das ist der Nachtrag. Der Mann hat mir jetzt eine neue Version von seinem Hack eingeschickt, die hoffentlich funktionieren wird im Endeffekt. Ja, diese vielen Texturen, was auch immer dafür ein Problem war, haben eben das Spiel gebracht, nicht zu funktionieren. Die Version funktioniert, ich habe es schon getestet mittlerweile, ist auch gut so, Cheaten ist schon eingegeben. Wir sollen dieses Mal aber nicht in dieses Level hier gehen, denn dieses Level ist nach wie vor unverändert, so wie in der letzten Version. Und wenn man da dann mit der Kanone hier oben schießt, ist man wieder tot. Oder, nee, warte, nein, der Emulator spielt absolut mehr als nein. Wir sollen heute mal hier hingehen, in Wumps Wuchtwall, sonst steht doch nichts Neues in der League-Datei. Insofern, ja, gehen wir da mal rein. Also wenn ihr später den Hack spielt, vergisst nicht, nimmt die Welt da, das ist richtig, ja. So, das Fjord. Wollen wir erstmal den Bobber untersuchen, ob der jetzt eine andere Nachricht hat. Ich sehe jetzt an einem Punkt, Touristen mit immer nochmal 2R, okay, hat da nichts geändert. Die Musik wurde nebenbei geändert. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich habe bisher aber auch gerade keine Ahnung, woher die Musik kommt. Aber egal, bin ich gerade durch die Wand gegangen, egal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum allerersten Punkt, wo es vielleicht brennt. Ja, brennt, wie auch immer. Der wichtig ist, sich anzuschauen, da wo es eventuell gerade nicht funktioniert. Und zwar der Punkt, wo es das mal der Emulator aufgehauen hat. Insofern sollten wir das jetzt überprüfen gehen. Könnte Mario aufhören, da runter zu rutschen? Wenn ich darüber gerade nachdenke, ist das nicht Mario Kart 8 Musik? Ich glaube, da habe ich die Musik zum allerersten Mal gehört. Naja, ist ja auch egal, vielleicht irre ich mich auch gerade, nur das kommt von wo ganz anders. So da oben hin. Wie man sieht, er hat es da aus anderes gebaut, das sind jetzt solche Wege. Früher waren da Blöcke, vielleicht ist es auch wegen den Blöcken abgeschmiert, das Spiel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er da was anderes gebaut, statt den Blöcken, und damit man erst da hochkommt. Man braucht die Blöcke nicht einmal, man kann sich hier einfach reinschießen. Insofern würde ich sagen, nimm das hier einfach weg. Die Leute sehen das Loch, die Leute können sich hier reinschießen, sie brauchen das nicht wirklich. Das ist relativ unnötig. Ja, da, weil ich es gezeigt habe, bin ich sogar deswegen runtergefallen. Sehr gute Sache, gefällt mir. Ich sollte den Rumbas töten, weil mir mein Leben sonst irgendwie ein bisschen alt geht. Nebenbei, ihr werdet sofort bemerken, dass nicht irgendwie so ganz lustig und toll wie immer am Anfang des Levels so ein kleiner Schriftzug da eingebunden wird, im Namen des Hexen sowas. Liegt daran, dass das ja quasi nur so eine Art Nachtrag ist und ja, es ist jetzt irgendwie Dein Super Mario 64 Folge, was für eine Nummer das auch war, vielleicht 17 oder 18, ich habe vergessen, wie Nummer das hier war. Ja, Folge Nummer Punkt B oder Punkt 2, ich habe zwar keine Ahnung genau, wie ich das jetzt nennen möchte, aber werden wir die Titel schon sehen, was ich meine. Die werden dieses Level jetzt genauer unter die Lupe nehmen, ich hoffe, ich werde jetzt nicht schon wieder darunter fallen, denn das reicht langsam. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was hier so im Fjord noch so alles existiert. Nebenbei hier sind ein paar krasse Lagdowns, ein paar Frame-Rate-Brüche, wie auch immer man das nennen möchte. Eventuell ist auch das Teil dafür verantwortlich, dass das Spiel sich hier aufgehoben hat. Naja, unwichtig. Also, wir haben eine Box. Ich gehe mal davon aus, dass da jetzt ein Kurvenpanzer rauskommt. Dafür mache ich ein Safe-Set hier. Ah ne, genau, ich habe das auf jeden Fall schon mal getestet, dieses Level ganz kurz, um zu schauen, ob der Fehler noch da ist, und was ich ja noch kurz sagen wollte, ist folgendes, das da. Sieht nicht ganz so schön aus, sieht sehr improvisiert eingesetzt aus, also ich möchte nichts sagen, ich möchte jetzt nicht wirklich was Negatives dazu sagen, aber das sieht so aus, als hätte man einfach gerade mal ein paar Sekunden damit verwendet, nur kurz das Level zu fixen, einen neuen Weg hinzubauen, gut ist, weil... Joa, das sieht nicht allzu schön aus da, dass der Weg in den Weg drin hängt, also, ja, vielleicht ändern. Und, ja, der Pfeil, ne, die Fjordschrift sah schön aus, aber schade, dass sie weg ist. Na egal. Auf jeden Fall, ja, Panzer, sollten wir mal benutzen. Ich schätze mal, wir müssen da jetzt runtergehen. Ich will eventuell vielleicht die Lucky-To-Sicht haben. Joa, die macht gar nichts. Die Lucky-To-Sicht macht gar nichts. Oder macht sie? Ne, die Lucky-To-Sicht ist hier wirklich unnötig, also zoomen wir hier so raus.
Nebenbei, mir wurde in den Kommentaren mittlerweile schon mitgeteilt, dass diese Wandlosigkeit hier an der Seite eventuell deswegen da ist, weil man dann was besser sehen kann, wenn man sich hier herumbewegt. Ansonsten wäre die Kamera wohl etwas unfähig und wir müssten viel Kram machen, damit wir uns hier bewegen können. Insofern ist das gut, dass es halt eben dann doch ein bisschen freie Luft gibt zum Sehen hier. So, ich spring mal da runter, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, scheint gut zu sein. Nee, scheint nicht gut sein. Ich bin tot und hänge in der Wand fest, irgendwie. Dieser Block könnte sich auch mal aktivieren, ne? Oh Gott, nein, ich bin, hab die Sicht nicht gedreht. Ja, das passt schon, das passt schon. Jetzt bin ich aber YOLO, ich hätte den Panzer verlieren können hier. Oh Gott, da waren es noch ganz schön viel. Brauche ich da überall den Panzer? Naja, also, ewige Panzer-Passagen wären schon irgendwo langweilig. Ich hoffe, dass nicht alles nur das Panzer besteht. Vielleicht muss ich irgendwo vom Panzer absteigen und dann vielleicht mit Sprung weiter. Ich habe keine Ahnung, was noch auf mich wartet. Ich hoffe nur eben nicht, dass es noch 10 Millionen Panzer sind. Also 10 Millionen Panzer steigen, wie auch immer das nennen möchte. So, ist das richtig? Naja, ich lebe auf jeden Fall. Darüber kann ich sowieso nicht mehr. Sollte ich mal gucken, was man hier machen kann. Geht's da hoch? Das sieht nach einer flachen Wand aus. Eventuell kann ich hier Wandsprung machen. Ah ja, kann ich. Wunderbar. Ah, ich lebe. Ah, das ist schräg. Oh, wenn man da mit der Wand... Ah, da kann man Schaden bekommen, wenn man runterfällt. So, selbst das, damit ich nicht wieder irgendwie was machen muss. Okay, nein, ich bin ehrlich. Ich wusste, dass die Falle kommt, deswegen habe ich einen Safe-Sick gesetzt. Ja, diese Falle hier. Nette Falle. Nette Falle. Ist wirklich lustig, aber für Leute, die keine Safe-Sticks benutzen, ist sie nicht so lustig. Also, wenn man diesen Hack veröffentlichen würde und sagen würde am Anfang, ja, du brauchst auf jeden Fall viele Safe-States, dann würde ich diese Falle gut nennen. Ansonsten würde ich sagen, nee, das ist irgendwie nicht so toll. Hat Züge von I Wanna Be The Guy, wo Fallen und Tricksereien das A und O sind. Oh, das war lustig. Das sah schön aus. Ja. Weiter was zu sagen, ab hier wirklich kenne ich den Hack nicht mehr, also ab hier habe ich wirklich nichts mehr gespielt davon. Das war wie gesagt vorhin nur, das sieht echt seidisch aus. Das war vorhin wirklich nur ein Test, ob das Level auch funktioniert. So, da muss ich anscheinend jetzt rübergehen, ob da Wandsprung auskommt. Ne, okay, ein Wandsprung ist definitiv keine Idee hierfür. Da muss ein Dreifach springen, schätze ich mal hier. Ah, meine Güte. Ja, aber mit den Fallen etwas vorsichtiger sein. Die Sache ist, dass man in Mario 64 ohne Safe State generell keine Leben hat. Also, was heißt hier keine Leben? Man hat keine Speicherpunkte vor allen schwierigen Stellen. Und man müsste das Level ganz mal von vorne schaffen, anfangen, wenn man keine Speicherpunkte hat. Keine Safe States natürlich. Insofern, ja, vielleicht mit sowas wie diesen Fallen etwas zurückgehen. Oh, und ich sehe auch, wo ich hin muss da oben. Das ist einfach nur eine lange Schwanzsprungpassage hier. Ist natürlich an sich nichts Schlechtes. Ich meine, das ist das Elementare von Mario 64, wie das Spiel eigentlich auch gemacht worden ist. Also, das Mario 64 ist ja generell ein Spiel, das viel auf Sprungmechaniken eben ausgibt. Ich meine, man springt wirklich nur. Sonst großartig hat dieses Spiel eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich ein total schlechtes Spiel. Es geht eben ums Springen. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Also, nee. Das muss ja jetzt, so Wandsprungpassagen sind ja doch schon interessant. Ich meine, es sind immer unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten da, insofern ist das auch okay, so ich bin oben. Weil ich dem Hack nicht trau, selbst der kann bestimmt schon wieder in der Falle kommen. Achso, da muss ich dann mehr Wandsprung machen, okay. Wenn ich jetzt noch sehen könnte, wo ich hin muss, dann wäre ich saufroh. Die Kamera will das anscheinend. Ich bin oben. Wo bin ich? Ich bin oben. Ich bin oben mit 10 Millionen Gumbas. Meine Güte, geht weg. Oh Gott, es leckt Nintendo. Ja, bei solchen Schriftzügen kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen Art für das Spiel ist. Das sind jetzt keine Ahnung, wie viele Texturen. Das schafft der Emulator, glaube ich, nicht mehr. Das ist nicht mehr Wand nebenbei. Wenn ich nebenbei jetzt noch wüsste, wie ein Fjord aussieht, könnte ich mir auch denken, ob das ein Fjord sein soll. Nebenbei, ich schätze mal, das ist so eine Kanone, mit der ich mich dann an den Stern nehme. Ja, da oben, den Stern schießen soll. Das ist hoffentlich nicht wirklich das, was ich tun soll. Insofern, egal. Gehen wir da mal hoch und gucken nach, was hier oben noch so ist. Wir haben hier... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ein Fjord ist. Vielleicht haben wir es schon gesehen.
Ja, wir haben hier einen Stern. Das wäre der erste Stern. War ganz nett. So, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Das würde ich schon sagen. Sieht ein bisschen komisch ab und zu aus, weil wir halt eben mitten in den Berg hineingucken und einige Texturen nicht erscheinen, weil wir von der Seite drauf schauen, wo sie nicht texturiert sind. Und es sind halt wirklich nur Wandsprünger und ich würde den Kurs gerne nochmal verlassen, weil wir gerade eben denselben Stern nochmal ausgewählt haben. Ja. Die Sache ist die, was die Note jetzt mal angeht für das Level hier. Ich möchte jetzt ein Magma in den Fjordkult. Ah ja genau, der Fjordkult. Das ist das, wo wir das letzte Mal hingegangen sind und dann irgendwie keinen Stern dafür bekommen haben. Hoffentlich hat er was getan. Die Sache ist ja die, ich weiß noch nicht genau, wie ich diesen Hack jetzt bewerten möchte. Das, die Sache ist halt. Ich hatte gerade eine wirklich 3- oder 2-stündige Pause. Also auf jeden Fall geht weiter. Ich wäre gerade, glaube ich, dabei zu sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das mit der Bewertung machen will. Die Sache ist halt eben, die, ich habe ja schon teilweise meine Bewertung zum Hack abgegeben. Einige Sachen wurden jetzt vielleicht doch verändert oder verbessert. Ich weiß nicht genau. Das werden wir gleich in dieser Waschbogen-Passage hier sehen. Nee, da hat sich nicht viel geändert. Und ach, ich falle immer noch. Oh, super, ich falle immer noch runter. Nee, aber die Sache ist halt, ich hab das Level schon mal gespielt. Hätte es verändern, verbessern können, wie auch immer. Mit den Tipps, die ich gegeben habe in dem Video schon mal. Und habe halt ein bisschen was gezeigt. Und ja, die Sache ist halt die, ich könnte entweder sagen, das ist jetzt wie quasi ein ganz neuer Hack und die Bewertung von ganz von Anfang wieder anfangen. Ich kann aber auch jetzt, oh, das ist eine Schräge. Ich kann aber auch jetzt so machen, als wäre das jetzt irgendwie ein Teil vom Hack. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt machen möchte von der Bewertung. Jetzt zum Beispiel sagen können, ja, der Hack kriegt ein paar Plus-Minus-Punkte, irgendwie sowas. In den Minuspunkte meine ich, weil er schon mal da war oder sowas. Ich bin mir wirklich noch nicht sicher, wie ich das machen möchte. Weil anscheinend haben wir jetzt hier eine Metallkappe. Die Sache ist halt eben die Sachen, die es teilweise verbessert hat. Ich denke mal, die Kurpanzer war schon immer da unten gewesen, aber die Sache ist, dieser Metallkappenschalter sieht einfach reingequetscht aus. Ich meine, der passt hier nicht in das Terrain rein. Der sieht so einfach auf dem Boden gequetscht aus, Marios Kopf hängt drin. Der passt nicht so wirklich gut hier rein. Wir werden mal schauen, wie das im Endeffekt sein wird hier. Das kann man, denke ich, nebenbei immer noch mit Ansprüngen lösen, dieses Problem hier. Okay, gut, ich hätte nicht mit der Wand experimentieren sollen. Oh, doch, hätte ich machen können. Oh, und da ist der Stern drin. Das war jetzt aber nicht sehr schwierig. Diese eine Wand passt da eigentlich nebenbei überhaupt nicht rein, diese runde Wand da. Es sieht einfach zu stark erzwungen aus, einige Veränderungen oder Verbesserungen, wenn man es so nennen möchte. Es sieht einfach wirklich ab und zu immer viel zu erzwungen aus. Aktuell tendiere ich, Glatzbau, Ergo, Affentheater, was? Ich sehe schon, wo ich hin soll. Da oben ist so ein Block. Warte. Da oben ist ein Block. Wo kommt der her? Ah, okay, da oben ist ein Block. Wie genau der da hinkommt, das interessiert sich, glaube ich, keinen erstmal. Ja, aktuell tendiere ich eher zu einer 3, was die Note angeht. Wegen den größten Teil der zwungenen Sachen, die da sind, der noch nicht grafisch perfekten Ausführung. Ich meine, es geht besser. Es sieht nicht schlecht aus, klar, aber es geht definitiv besser. Ja, und das Level sieht halt wenig aus. Es ist zwar groß, aber es hat dann an sich einfach irgendwie wenig drin anscheinend. Also so sieht es zumindest bis jetzt aus. Egal, wir spielen weiter, vielleicht kommt ja irgendwas noch, was mich dazu bringt zu sagen, ja, das kriegt ein 2 oder ein 2 minus oder eine 3 plus und irgendwann komme ich, wenn ich die Kappe mal da hoch. Das wäre cool. Also, wir dürfen jetzt Blöcke entlang laufen. Die Blöcke sind teilweise nicht mehr wirklich schön angeordnet, die sehen so ein bisschen abgehackt aus da unten. Oh, das mag ich überhaupt nicht, wenn Leute da... Ist das jetzt... Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur eine persönliche Nicht-Abneigung ist, aber... Ja, deswegen, vor allem hasse ich diese Blöcke, weil die ab einer gewissen Sprunghöhe den Schatten von Mario nicht mehr anzeigen. Aber das mag ich dann. Ich mag solche Blöcke überhaupt nicht, weil diese Blöcke. Man kann sie benutzen, um irgendwelche Passagen zu erleichtern, zu erschweren, was auch immer. Man kann sie benutzen mal ab und zu in einem Level, weil man kann ja da ganz zufällige Texturen benutzen. Aber an sich. Wow, warum habe ich das nicht geschafft? Warum hat das nicht festgehalten? An sich mag ich diese Blöcke nicht, wenn man daraus einen Parcours baut, weil die
Es sieht einfach alles so erzwungen und reingequetscht aus. Diesen Parcours hätte man auch mit Google SketchUp, mit dem das Level auch gemacht worden ist, bauen können. Man hätte hier Levelgeometrie bearbeiten können und einfügen können, um diesen Parcours zu bauen, nicht mit diesen Blöcken. Klar, das soll nur während diesem Kurs auftauchen. Aber da ist das generelle Problem, das viele Leute immer da machen. Es ist einfach so, dass Sterne immer zugänglich sein sollten, nicht nur für mal eine Mission. Das ist ganz wichtig, das machen viele Leute immer falsch. Das heißt hier falsch, aber das ist einfach eine Sache, die nicht ganz so toll ist. Ich meine, selbst Super Mario Sunshine hat diesen Fehler gemacht, wenn man Super Mario Sunshine kennt. Ich mache mal hier selbst für den Fall, dass ich runterfalle. Wenn man Super Mario Sunshine kennt, dieses Spiel macht diesen Fehler auch. Man kann die Insignien größtenteils nur in dem Level machen, in der Mission machen, wenn man gerade ausgewählt hat. Das sollte man nicht unbedingt so oft machen, seinem Hex. Weil es wundert mich aktuell, dass ich noch nicht runtergefallen bin. Das muss irgendwann noch kommen. Ich meine, das kann nicht sein, dass ich so lange ohne Runterfallen überlebe. Gut, okay, ich bin ganz ehrlich. Hätte man diesen Parcours, der aktuell mit diesen Blöcken hier gebaut ist, mit Google SketchUp eingebaut, würde er wahrscheinlich nicht gut aussehen. Allein einfach deswegen, weil das ja einfach nur stupide Blöcke sind. Natürlich hätte man hier einfach nur eine schöne Levelgeometrie hier drüber bauen können, aber das wäre Arbeit gewesen. Aber das ist möglich. Das muss man wissen, das ist definitiv möglich. Und ich hatte zwar schon wieder ein Save State gesetzt, aber irgendwie brauche ich es nicht. Was ist halt los? Ich krieg's hin, auf Plattformen rumzuspringen. Was ist los? Ich krieg heute hin, was zu schaffen. Wow. Ich habe es geschafft, diesen Parcours abzuschließen, ohne runterzufallen. Naja, also ihr wisst, was ich meine. Wow. Also, man hätte da irgendwie noch was richtig Schniekes hinbauen können mit tollen Dingen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wo kommt jetzt eigentlich dieser Münzpfad her? Wo kommt der her? Der war die ganze Zeit nicht da und ist auf einmal da. Wie gesagt, Sachen, die nur missionenspezifisch auftauchen, ist okay, wenn man zum Beispiel sowas wie eine Flugkappe erst ab der fünften Mission geben will, weil es ansonsten alles vorher viel zu einfach macht. Aber wenn man sowas macht, um wirklich nur für einen einzigen Stern Sachen erscheinen zu lassen, das finde ich ein bisschen nicht schlecht, aber es ist unpraktisch. Es ist nicht wirklich so das, was ich als gut bezeichnen will, weil wow, dass ich hier nicht runtergefallen bin, ist ja auch schon das Einzige, was mich jetzt überrascht hat. Unwichtig, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich doch. Anscheinend sind das Blöcke da mit dem Hochflug zu erleichtern. Genau, sowas habe ich gemeint. Ab einer gewissen Mission Blöcke zu geben, die einen das Hochgehen erleichtern, sind definitiv okay, sind super. Also das ist okay, das ist vollkommen okay, damit kann ich leben, weil die Dinger ja auch teilweise in der Wand verschwinden wegen ihrer Farbe. Aber man sollte wiederum aufpassen, wie man sie platziert, weil das sieht jetzt nicht unbedingt allzu praktisch aus. Was haben wir hier jetzt? Flugkappe. Ich kann mich rumschießen. Ja, warum nicht? Schießen wir uns rum. Warum genau ich mich rumschießen soll, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir werden das sicherlich gleich rausfinden. Denn wenn die Lüfte fliegen. Da ist ein Stern. Ich glaube, den sollte ich holen. Kann das sein? Ja, ich glaube, das war der richtige Stern. Also einfach generell als Tipp hier, pass auf, was du missionenspezifisch da einbaust, was nur während welcher Mission auftaucht. Und mach in Zukunft für solche Blockparcours lieber irgendwas mit Google SketchUp, zeichne da irgendwas hin und bauen diese ekligen Blöcke dahin. 5 rote Fjordcoins. Oh, da ist eine. Sieht fast schon so aus, als wäre das gewollt. Als hätte man da während einem Levelzeichen an die roten Münzen gedacht. Gut, hier nicht. Da, warte, ist hier das Level abgegrenzt oder warum komme ich da nicht hoch? Ja. Erzähl mir nicht, das Level ist hier abgegrenzt und ich kann die... Wow, nein, das glaube ich gerade irgendwie nicht so wirklich. Moment, ich möchte das noch nicht glauben. Nee, das ist so eine... Ja doch, da ist dieses Problem. Da ist so eine Unsicht... Warte, nein. Stopp. Nein. Das ist ein schlechter Witz, oder? Stopp, das... Ist dieser Bereich, wo die rote Münze da ist, jetzt wirklich vom Level abgeschnitten?
Wow, warte, nein. Warte, ist das jetzt? Stopp. Warum sind da unsichtbare Wände? Ich habe das ungute Gefühl, dass dieser Bereich schon im Level abgeschnitten ist, weil es gibt immer solche unsichtbaren Bereiche vom Level. Ja, das... Diese rote Münze ist vom Level abgeschnitten. Die kann man nicht erhalten. Wow. Die Sache ist, die in Level hat immer generell eine unsichtbare Wand, die an einer gewissen Stelle ist, die einen davon abhält, irgendwie weiterzugehen. Das sind irgendwelche Levelbegrenzungen, Limits, die eingebaut worden sind, um was auch immer zu tun. Die sind halt da, warum genau, ist halt einfach so, dass vielleicht schafft Mario 64 nicht mehr, okay, hier ist keine rote Münze. Ja, aber das macht gerade diese Münze da unmöglich zu holen. Okay, ich habe 5? Ne, halt, warte, was? Achso, nee, Quatsch, nein, das Spiel zählt ja anders, stimmt ja. Mir fehlen noch 3 Stück, einmal da hinten noch und noch 2 woanders. Ich kann ja langsam mal anfangen mit weiteren Bewertungen vom Level. Das ist wirklich schade, wie einiges am Level einfach ungetestet aussieht, wie diese rote Münze da unten. Oh, und da kommt der rote Münzstein hin. Und, wo sind die restlichen roten Münzen? Und, beim letzten Mal eben diese eine Stelle, wo es nicht weiterging, weil die Gumpas können da runterfallen. Diese eine Stelle, wo es nicht weiterging, weil irgendwie alles kaputt war. Es ist halt schade, wie das Level teilweise wirklich so erzwungen, kaputt, wie auch immer aussieht. Es könnte nett sein, das Level. Es könnte richtig nett sein, aber einige Sachen sagen nein und vereiteln das ein bisschen. Im Kirchen da oben ist keine rote Münze. Ich gehe aber davon aus, weil ich nicht hoch möchte. So, gehen wir mal da hoch. Ich kann mich ja mit der Kanone hochschießen und dann kann ich mich da oben durch die Blöcke ja schneller oben auf das Dach befördern. Da wird sehr wahrscheinlich auch noch eine rote Münze sein. So, da oben, ne, da ist zum Beispiel eine rote Münze. Man könnte es ja mal direkt in die rote Münze reinschießen. Klappt das? Ja, ich hab sie. Ich habe auch Schaden kassiert. Nee, das macht wenigstens jetzt diesen Stern weiter zu bekommen. Klar, irgendwo ist eine rote Münze, aber das ist mir gerade irgendwie egal, weil, naja, diese eine rote Münze ist nicht holbar. Falsches Level. Und nebenbei hier ist Mario Galaxy. Das ist nochmal schlechter Minus, das ist nochmal Minuspunkt für das Level. Okay, ich sollte diesen Mario Galaxy Witz weglassen. Was gibt's denn noch neben den roten Münzen? Geheime Wand. Ich soll jetzt eine Wand suchen, wo hinter ein Stern ist oder was? Na wunderbar. Geheimsterne sind immer lustig. Gefällt jedem. Nehmen wir, was ist eigentlich dieser Innenraum hier da? Ist der wirklich nur da, um die eine rote Münze zu verstecken? Das möchte ich irgendwie nicht so wirklich glauben, wenn ich ehrlich bin. Naja, anscheinend schon. Vielleicht muss ich ja hier stehen. Doch kein Warp. Schade. Was es eigentlich ist, würde ich gerne wissen. Wo kommt mein Schaden eigentlich her? Ach so, wegen dem Fallschaden. Der wurde ja nicht resettet, weil ich keinen Stern geholt habe. Und die Münze, dankeschön. Komm du Gumba, ich brauche noch Geld von dir. Also dann, da hoch. Ich schätze mal, geheime Wand. Ich schätze einfach mal, dass die Wand da irgendwo ganz oben ist. Kann man da mal von ausgehen, ne? So, der Weg ist aber immer noch zu. Das heißt, so viel wie die geheime Wand... Warte, die geheime Wand könnte auch einfach hier irgendwo in den Berg sein. Ich muss mich da reinschießen. Naja, wir finden es ja gleich raus. Hoffe ich. Oh nein, die Wand ist weg. Oh, ja, das ist auch okay. Die Blöcke sind auch weg. Dann kann es sein, dass die geheime Wand irgendwo hier ist. Na super, das wird ein lustiger Suchspaß. Spaß für die ganze Familie. Vielleicht kann ich mir helfen, indem ich durch die Wand gucke und so quasi cheate. Stopp, ich möchte hier mal kurz springen und das jetzt machen.
weil ich wissen will, ob ich irgendwo durch die Wand kann. Ne, anscheinend nicht. Okay, weiter geht's. So, hier kann ich meinen Panzer verlieren. Ich brauche den ja nicht mehr. Was man ja machen könnte, ist, man könnte die Decke da irgendwie durchgehbar machen. Aber diese geheime Wand hätte ich von Anfang an finden können, oder? Wahrscheinlich ist die Wand sogar irgendwo hier. Warte, habe ich sie jetzt schon gefunden? Habe ich sie jetzt schon gefunden, die geheime Wand? Naja, ich muss einfach nur so weit hin, ich muss einfach nur die Strecke so lang laufen. Irgendwann finde ich schon das, was ich suche, falls überhaupt hier irgendwas ist. Ne, hier ist anscheinend noch nichts. Okay, und die Wand? Nein, hier ist auch nichts. Okay. Bevor ich jetzt hier runterspringe, möchte ich ihn Safe State setzen, und zwar so. Okay, gut. Das war unnötig. Hat Baileys gebracht. Hm. Das Problem ist, wenn ich Pech habe, ist hier wirklich die Wand, die ich suche. Und dann geht das, dann wird das schwierig, da dran zu kommen. Na, aber wir gehen mal davon aus, dass der Ersteller ein netter Mensch war und da keine unsichtbare Wand hinpflanzt. Darf ich davon ausgehen, dass es noch nette Menschen in diesem Zeitalter der Welt gibt? Na egal. Also, wisst ihr, generell bin ich gegen solche Wanden, gegen solche Geheimstände, weil man da normal irgendwie durch das ganze Level laufen muss. Ah, oh, genau. Das ist das, was ich vorhin schon vermutet hätte, dass man da Schaden bekommen kann, nur wegen der Schräge da oben. Das sind so Sachen, die ich generell... Ja, das sind so Stände, die ich generell nicht für gut befinde. Weil man jetzt durch das ganze Level laufen muss, nur um diesen einen Stern zu bekommen. So, dann fällt man da oben rein. Das ist eine Falle. Cool. Coole Falle. Ja, man läuft das ganze Level nochmal durch, nur um eine einzige Wand zu finden. Und das ist halt teilweise, ja, suboptimal. Ja, das ist ein gutes Wort, würde ich sagen. Was bin ich hier schon wieder? Ah, die Sache ist halt die, ich würde dem Level unheimlich gern eine... Ja, was würde ich dem Level gern geben? Ich würde dem Level unheimlich gerne eine... Sowas wie eine 2... Nee, eine 3 wollte ich sagen geben, aber... Problem sind halt so ein paar Dinge. Ich sag mal bewusst Dinge. Ich hoffe, dass da oben ist es jetzt nicht, was ich da gerade eben gesehen habe. Oh, warum ist er durchfallen? 1, 2 und 3, hopp, hoch, hoch! Mensch, Mario! Oh, toll. Ja, aktuell tendiere ich zur 3 bzw. 3 minus. Die Sache ist halt die, wir hatten Hex, die sahen deutlich schlimmer aus, klar. Und die haben auch irgendwie eine 3 oder eine 4 bekommen oder sowas. Die Sache ist aber halt die, dass die Hex wenigstens geprüft aussahen oder geprüft rüberkamen. Dass der Hersteller sich nochmal mit dem Level befasst hat und geguckt hat, ob alles möglich ist. Den Eindruck habe ich in diesem Level einfach nicht. Weil viele Sachen einfach jetzt wahrscheinlich nur ganz überstürzt eingebracht worden sind, damit ich das Ganze spielen kann und alles funktioniert. Zumindest kommt mir das teilweise so vor. Das ist so das Problem, das ich generell mit dem Level habe, dass mir das teilweise wirklich so einfach vorkommt, dass halt einfach Sachen jetzt so schnell reinlediert worden sind, damit ich es spielen kann und damit es funktioniert. Nee, für was ist eigentlich diese Kanone dann hier? Oder ist das überhaupt eine Kanone? Das ist eine Kanone, was ist die hier? Ach so, genau, für den Stern, den ich vorhin geholt habe. Ja, so viel dazu. Na egal, ich sollte keine Worte mehr darüber verlieren. Ich habe es ja bis mittlerweile schon oft genug gesagt. Ich habe jetzt die geheime Wand nicht wirklich gefunden. Vielleicht finden wir die geheime Wand hier oben. Naja, hier ist Lava. Ja, Lava, das ist immer cool. Weil ich bin überfragt, wo diese geheime Wand sein soll. Ich finde sie nicht wirklich.
Die Sache ist ja auch immer die, solche Geheimsterne, solche Bänder, die man finden muss, gegen die habe ich überhaupt nichts. Ich finde es sogar eine gute Sache ab und zu, wenn die halt irgendwie gekennzeichnet werden, damit man sich nicht den Arsch absucht, Entschuldigung für das Wort, und dann im Endeffekt nichts findet, weil es einfach, naja, ohne irgendwelche Hinweise versteckt ist. Das ist so ein, naja, ah, da unten, ich sehe schon, wo ich hin muss. Da unten muss ich irgendwie hin. Da ist ein Block im Untergrund, ich sehe ihn. Halt, warte, was? Das habe ich gerade richtig gesehen, oder? Nicht, dass ich gerade irgendwas falsch gesehen habe. Jetzt nochmal hier hingehen. Der braune Boden von diesem Teil da hinten ist einfach nur lediglich ein brauner Kasten wie oben, die man nicht zerstören könnte, nicht zerstören kann. Und wenn man es doch könnte, dann könnte man da in diesen schwarzen Schacht und weiterkommen, oder was? Da ist irgendwas. Warum kann ich da nicht hin? Oder eher die Frage ist ja wohl, nee, die bessere Frage ist eher, wie komme ich da hin? Dass ich nicht hinkomme, sehe ich, ja, aber wie komme ich denn hin? Warte, lass mich mal alles anschauen. Ah, so kann ich es nicht sehen. Aber da hinten ist auch noch was. Ich sehe es schon. Da hinten muss ich irgendwie hinkommen. So, wie finde ich denn das jetzt? Da unten ist es doch. Wie komme ich da hin? Ja, machen wir es mit den guten alten... Ah, hier ist die Wand. Warte, was? 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 Das ist doch jetzt ein schlechter Witz, oder? Da unten ist noch ein ganzer Bereich, der gemacht worden ist. Aber man kommt nicht hin, weil er blockiert ist von dem Block da hinten. Das würde wenigstens erklären, für was das gut ist, aber wie komme ich da durch? Wann verschwindet dieser Block? Okay, ich teste jetzt alle Level durch, ob ich da irgendwie unten hinkomme. Ansonsten ist das wohl einfach gemacht worden, aber dann anscheinend nicht ins finale Level reingekommen, weil... Joa, weil halt nicht. Weil es halt vielleicht nicht qualitativ genug war, ich weiß nicht warum. Das finde ich aber schade. Es wurde doch extra gemacht, hätte man es auch ruhig... Da unten ist ein Level. Der hätte es auch ruhig einfügen können dann. Ich meine, ich wäre da gerne hingegangen. Das wäre definitiv besser gewesen, als diese rote Münze, so die nicht funktioniert. Oder diese geheime Wand. Jetzt mal ohne Witz, diese geheime Wand ist ja wohl der letzte Müll. Entschuldigung, ich erstelle, aber diese geheime Wand ist ja der letzte Müll. Kein Hinweis, nichts, wo der Stern ist. Und dann ist da wirklich einfach nur ein Stern. Ohne irgendwelche Parcours. Nichts ist da. Das ist ein Witz. Sorry. Und Münzen gehen in dem Level nebenbei auch nicht. Das stand, glaube ich, auch in der Hütmi-Datei. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es nicht funktioniert, weil man nicht genug Münzen ergattern kann. Diesem Level hier ist ja quasi nichts. Nichts ist hier. Nee, kommt man nicht rein. Nächstes Level ausprobieren. Das macht mich gerade irgendwie traurig. Ich meine, ich würde da unten gerne mal hingehen und gucken, was da ist. Mensch, Kinder, wenn ihr was nicht für ein Level verwenden wollt, dann nimmt's... Ach, warum? Mensch. Wenn ihr was mit Level nicht verwenden wollt, aber habt es doch schon gemacht, dann löscht es auch bitte in Google SketchUp, da wo ihr eure Level macht. Oder wo auch immer ihr das macht, gibt ja mehrere Programme, die das können. Dann löscht das wenigstens, lasst es nicht da, damit ich denke, da ist noch was. Mensch, Kinder. Oh, warte mal, der Bob-Bomb ist verschoben. Mario, ich hätte den abgerissen. Wo fliegt man mit der ersten Kanone hoch zum Berg? Die zweite Kanone... das hat was anderes. Deswegen ist der Minzring jetzt da. Verstehe. Nee, kommt man immer noch nicht rein. Also eine Mission gibt es noch, wo man eventuell was machen könnte, ob da vielleicht der Block weg ist. Ansonsten finde ich das wirklich schade.
Ich wollte dir Level 3 geben, du bringst mich dazu, dir den 4 zu geben. Mensch, du bist doof. Vielleicht komme ich ja bei diesem Ding irgendwie zur letzten Münze. Ah, das wäre ein Plot-Twist. Ne, ich komme da unten nicht hin. Ja, das war's dann soweit zu dem Level. Weil anscheinend komme ich da unten nicht hin, auch wenn da noch irgendwas ist, aber ich komme einfach nicht hin. Also, im Anbetracht der Dinge, dass dieses Level anfangs erst gar nicht funktionierte und dass viele Sachen einfach so erzwungen reingepresst aussehen. Gut, diesen unteren Levelbereich, wo ich nicht hinkomme, da das zählen wir aber nicht mit, weil es soll anscheinend einfach nicht drin sein. Ich habe es nur durch Wandhecken gesehen. Ein Stern oder mehrere Sterne sind etwas unkreativ. Man hätte diesen einen Weg zu dem Stern oben über den Parcours etwas interessanter gestalten können, ohne Blöcke. Die Abkürzung finde ich definitiv gut, das muss man bemerken. So was wie eine Abkürzung, um Sachen nicht wiederholen zu müssen, das finde ich gut, das muss man anmerken. Das ist richtig super, machen wenige. Also das mit dem Block da oben, die Blöcke da oben herkommen, wo man dann einfach wieder nach oben laufen kann. Also ganz auf den Berg oben, das ist super. Machen nicht viele. Ich tendiere zu 3-. Man sieht definitiv Verbesserungen zum letzten Level von GamePro 64, aber es sind einfach so viele Sachen drin, die einfach so schlecht erscheinen teilweise. Na, schlecht ist das falsche Wort, aber ja, du hast dir viele Tipps zu Herzen genommen, aber einige Sachen sind wirklich, wie gesagt, einfach so erzwungen. Es sieht einfach so fehl am Platz aus. Als wolltest du schnell was einbauen, damit ich sage, ja, das sieht gut aus. Hat leider nicht ganz so funktioniert und diese rote Münze nimmt bei teste dann zurück in Zukunft mal, ja? Du hast den einen Fehler behoben, aber ein anderer Fehler ist da, du kannst die roten Münzen nicht erhalten. Das ist halt einfach so ein bisschen schade, weil, ja. Wie gesagt, man sieht Verbesserungen, du besserst dich, das ist doch eine gute Eigenschaft. Wenn ein Mensch lernfähig ist und besser wird, das ist definitiv besser, du kannst doch richtig gut werden. Probier's aber nochmal, dann wird's vielleicht nochmal besser und irgendwann kommen wir dann langsam nach voran. Irgendwann haben wir dann die 1 erreicht zum Beispiel, das kann doch sein, ich meine, ja, jeder fängt mal klein an. Meine ersten Google SketchUp Bilder, also meine ersten Level Geometrien waren scheiße. Die habe ich auch keinem angetan, weil sie scheiße waren. Ich habe sogar überdurch auf dem Desktop rumliegen, aber das will kein Mensch spielen, glaubt mir. Vielleicht überlasse ich mich darüber reden, irgendwann auch mal eins dieser tollen Level, die ich erstellt habe, mal hier zu zeigen, damit ihr euch darüber lustig machen könnt, wie schlecht sie aussehen. Könnte ich wirklich machen. Aber so viel dazu. Ja, das wäre es dann zur Note. Also, was habe ich gesagt? 3-, ne? Ja, 3-. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.